Hallo Leute und willkommen zur 7. Folge von SimCity Build It. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft, 45.000 Simoleons zu sammeln. Aber es ist halt auch ziemlich schwer. Ich habe gerade mal 8.500. Also baue ich jetzt erstmal hier ein paar Häuser. Und wir haben einen Levelaufstieg. Chemikalien freigeschaltet. Und Backsteine. Nein, danke. Ich sag euch gleich, warum ich das nicht mache. Ich habe nämlich hier dieses Haus. Brauche ich noch noch ein bisschen Holz. Und dann will ich das machen. Aber vorher baue ich noch ein paar andere Häuser. So, das noch, das noch. Das noch. Hallo? Das noch. Das hier auch noch. Das hier noch. Nein, danke. Ah, ich hab das. Ich kann das jetzt verbessern. Ah, mache ich später. So, noch ein paar Häuser. Hier hin. Nein, danke, sage ich euch auch gleich hier. Wir brauchen Bretter, Mineralstoffe und Gemüse. Es kommt halt in einer halben Stunde an. Wir haben schon eine ganz schöne Menge an luxuriösen Häusern. Kann ich das eigentlich schon verbessern? Ah, nein. Diese Lagerstangen fehlen, genau wie hier. Da fehlt so ein Bulldozer-Auspuff. Chemikalien und danach Textilien. Expansionsbereich. Die Stadt braucht mehr Platz. Es wäre toll, wenn sie mehr Land freispielen könnten, damit wir wachsen können. Kaufen Sie einen Expansionsbereich, haben wir letzte Folge schon gemacht. Verschieben Sie Gebäude in einen Expansionsbereich, habe ich gemacht. Erreichen Sie das Bevölkerungsziel. 50.000. Oha. Hier muss ich noch zwei Wolkenkratzer bauen. Zwei goldene Schlüssel ausgeben und das hier noch erledigen. Ich guck mal kurz, wie kann man denn goldene Schlüssel ausgeben? Ja, hier. Aber das habe ich alles noch nicht freigeschaltet. Ich brauche 20.000 Bewohner. Gibt es noch was anderes? Zum Beispiel Parks? Nein, nein. Das auch nicht, das auch nicht. Als ob die alle keine goldenen Schlüssel brauchen. Nee, kann ich anscheinend nichts machen. Nein, danke. In der Bildung kann ich auch nichts machen, es kostet 40.000. Bräuchte ich fast 1.000 Sim-Cash. Ah, hier kann ich goldene Schlüssel ausgeben. 2, 3, 5, 7, 10, 25. Dann muss es auch bei Transportmittel wahrscheinlich so sein. Ja.
Oh, Backsteine. Braucht Mineralien und Zement ist ab Level 14. 0, 2, 1. Stellen wir mal zwei von denen hier. Samen sind fertig. Und jetzt kann ich das hier verbessern. Ja! Bumm. Jetzt kann ich das hier auch endlich verbinden. Gute Neuigkeiten. Sie können jetzt zur schnelleren Warenproduktion den Baustoffhandel ausbauen. Nee. Später. Was schalte ich eigentlich frei? Oh, Müllentsorgung. Gartenequipment, Zement, Gras. Müllentsorgung. Die drei hier will ich alle nicht bauen, die haben nämlich einen Umweltverschmutzungsradius. Aber wenn ich die baue, brauche ich 60.000. Das ist mehr als je zuvor. Das heißt, ich stecke jetzt langsam ganz schön in der Klemme. Ich brauche Geld. Ich stecke jetzt einfach in der Klemme. Ich brauche sehr viel Geld, darf aber nicht weiter aufleveln. Na super. Eblo. Ja, mache ich mal. Kann ich immer noch nicht benutzen, die Handelszentrale. Also wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare, damit ich vielleicht das Problem lösen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, was fehlt denn eigentlich? Zwei Samen? Ah, drei Nägel sind ziemlich bisschen viel. Ja, jetzt kann ich auch das machen. Zwei Hämmer, ganz viel Holz und viel Stahl, zwei Samen, ein Hammer fehlt, ein Backstein fehlt. Ja gut. Oh. Kann mal auch was Neues verkaufen. Hier zum Beispiel vier, nee, drei Nägel. Eins davon. Ein bisschen was davon. Ich glaube, ihr habt das schon bemerkt, dass ich hier ein paar Straßen ausgebessert habe hier. Spurige Straßen habe ich hier. Es musste einfach sein, da die auch langsam rot geworden sind an den Stellen. Und hier ist es gerade gelb. Habe ich eine Idee? Alle meine Häuser zeigen nach da, also nach rechts. Dann verschiebe ich die einfach so, dass sie nach unten zeigen. Und dann
kann es sein, ja, dass es nicht mehr belastet ist. Das ist ein ganz einfacher Trick. Materialien. Gute Arbeit, OB. Ich glaube, das heißt Oberster oder so. Sie haben im Baustoffhandel Backsteine freigeschaltet. Schön. Mache ich später. Und jetzt haben wir 17.000. Das ist doof, dass ich in den Folgen nie wirklich vorankomme. Ich baue ein paar Häuser, verbessere die, aber wirklich viel passiert nichts. Nee, mache ich nicht. Ich habe viel zu wenig Wasser. Das, wenn ich das aufstellen könnte, wäre es so gut, aber 27.000 fehlen. Nein, danke. Simto. Ja, schon klar. Noch ein Auspuffrohr. Das brauche ich aber, glaube ich, jetzt gerade nicht. 8, 7, 6, 5, 5. 4, 3. Das hier wäre das nächste, was ich dann freischalten würde. Timipsa. Hubalan. Bossy Whips. Warte mal, was wollen die eigentlich nochmal? Bretter, Mineralstoff, Gemüse. Bretter habe ich keine. Gemüse habe ich, Mineralstoff habe ich. Warum habe ich keine Bretter? Muss ich einige herstellen noch. Nagel und Holz, Hammer und Holz fehlt dafür. Ich glaube, ich verschiebe dieses Haus mal hier hin. Es passt da nicht so gut rein in diese Ecke. Jetzt kann ich das mal kurz hierhin verschieben und dann das hierhin. So. Nein, das wollte ich nicht machen. Ja, von mir aus. Das sieht irgendwie nicht gleichmäßig aus. Kann das sein? Ja, ist es auch nicht. Das muss eins weiter nach da. Jetzt ist es aber richtig. Dankeschön. Nee, das war's nicht. Das hier war's. Noch 8 Holz. Warte, 8 Holz, das sind 3 mal. Das wären dann noch 9 Minuten. Nee, das ist. Das dauert zu lange. Das geht nicht. Jetzt sind hier schon überall verlassene Gebäude. 5 Stück schon verlassen. 3 sind total unglücklich. Ah, ich stecke echt in der Klemme.
Ich brauche so viel Geld. Aber wie bekommt man viel Geld? Viel Geld in kurzer Zeit. Dann stelle ich schon mal wieder Chemikalien her. Eine Stunde noch. Dann kommt der Tagesbonus. Und in 13 Minuten kommt das Schiff. Ja, okay, ich glaube, das war's mit der Folge, Leute. Ziemlich erfolglos, ich weiß. Ich würde so gerne mehr machen, aber es geht halt nicht. Ich habe zu wenig Geld, zu wenig Materialien. Ich will auch die Folgen nicht super lang machen. Also sie sollen eigentlich nicht über 20 Minuten gehen. Wenn ich jetzt hier Ewigkeiten warte, bringt das auch nicht. Das wäre für euch langweilig. Ja, okay, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und tschüss.